Nach monatelangem Stillstand konnten zahlreiche Besucher wieder eine lebendige Innenstadt erleben. Einzelhändler, Vereine und Gastronomen überzeugten auf der Herbst- und Vereinsmeile in Prenzlau mit den verschiedensten Angeboten. Super Wetter und ich glaube, die Leute nehmen die Meile gut an. Gerade die Vereine sind natürlich glücklich, dass sie sich ein bisschen präsentieren können. Vor allen Dingen Mitgliederwerbung steht da natürlich an erster Stelle. Und ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die sich freuen, dass sie mal wieder was losmachen können. Ich glaube, das, was im Rahmen des Erlaubten möglich ist, das haben wir gemacht. Und es kommt gut an. Wie gesagt, das Wetter passt. Und ich bin froh, dass das alles so gut über die Bühne läuft und geht. Zugleich fanden die Aktionstage zum Heimatshoppen statt. Die Geschäfte entlang der Friedrichstraße hatten gezielte Angebote parat. An der Aktion beteiligten sich auch Einzelhändler am Marktberg und im Turmkarree. Von Bekleidung über Haushaltswaren bis hin zu Spielzeugartikeln war alles vertreten. Eine Familie kann in diesem Jahr besonders tief in die Tasche greifen. Die Jeschkes wurden von den Stadtwerken Prenzlau und der City-Offensive Ostbrandenburg als Shopping-Familie 2020 auserkoren. 1.000 Euro kann die sechsköpfige Familie nun bis zum Jahresende nach Herzenslust ausgeben. Wir wollten uns einen Trockner kaufen und dann gucken, dass wir was Schönes für die Kinder finden. Vielleicht auch zu Weihnachten schon was überlegen. Unsere Nachbarn zum Eis einladen. Entlang der Friedrichstraße wurde so einiges geboten. Zum 30-jährigen Bestehen des Modehauses Schröder organisierte Inhaberin Lieselotte Schröder die neueste Herbst-Winter-Kollektion. Diesen Augenblick nutzte die Geschäftsinhaberin, um all ihren Wegbegleitern zu danken. Weiter hoch die Straße präsentierte sich die Freiwillige Feuerwehr Prenzlau. Spielerisch konnten besonders die kleinen Gäste die Arbeit der Ehrenamtler kennenlernen. Bei uns kann man groß und klein ein echtes Feuer löschen mit unserem Brandsimulator. Wir können auch da in die, sozusagen mit unserer Spritzwand, da kann man den Wasserstand füllen, dann wird man sogar vielleicht zum Brandmeister befördert. Aber sich einfach auch informieren, wie verhalte ich mich beim Brand richtig, wenn es brennt bei mir zu Hause. Wie gesagt, ist für groß und für klein richtig. Gegenüber wurde im Rhythmus getanzt. Die Mitglieder vom Prenzlauer Karnevalclub sind trotz Corona noch lange nicht aus der Übung. Wir dürfen ja wieder trainieren, wir dürfen Kontaktsport machen. Und jede Gruppe trainiert einmal pro Woche. Und von klein bis groß. Und da treffen wir uns regelmäßig und machen eigentlich auch ganz normal weiter und bereiten die Saison trotzdem weiter vor. Insgesamt präsentierten sich 12 Vereine zwischen Friedrichstraße und Marktberg, darunter auch der Prenzlauer Städtepartnerschaftsverein e.V. Der Verein, der unterstützt Vereine, Gruppen, Schulklassen bei Kontakten mit anderen, mit unseren Partnerstädten. Das ist Uster in der Schweiz, Pochwistnewo in Russland, Balinek in Polen und Varena in Litauen. Schaustellbetreiber Rino Sperlich sorgte ebenfalls für Trubel. Fahrgeschäfte und Spielbuden, soweit das Auge reicht. Mit dem kleinen Jahrmarkt, dem Heimatshoppen und der Herbst- und Vereinsmeile konnte wieder Leben in die Innenstadt gebracht werden. Ein kleines bisschen Normalität in Corona-Zeiten.